Moin Moin, würde man in Schleswig-Holstein sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Münchnerinnen und Münchner. Ich freue mich sehr, heute Abend hier bei Ihnen sein zu können und mit Ihnen über die Verbindung zwischen Mensch und Meer, über das Meer, den Ozean und die Zukunft des Ozeans zu sprechen. Der Zukunft des Ozeans in vier Bildern. Das ist natürlich eine Herausforderung, die ich nur anreißen möchte. Zeigen möchte ich hier vier verschiedene Dimensionen der Zukunft des Ozeans. Oben links erkennen Sie ein Stück Küste. Mal sehen, wer das raten kann. Das ist am Mittelmeer, genau, Monaco. Monaco ist ein interessanter Ort, liegt natürlich am Mittelmeer, kennt viele, vielleicht wegen dem Prinzen oder Spielcasinos oder anderen. Es ist auch schön dort, aber vor allen Dingen muss man wenig Steuern zahlen. Und wenn man wenig Steuern zahlen will, gibt es viele reiche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Lust haben, dorthin zu ziehen. Aber viel Land gibt es da nicht mehr. Denn die Franzosen, die mal Monaco das Land verkauft haben, glaube ich, haben heute kein Interesse mehr, noch mehr Land an Monaco zu verkaufen, um noch mehr Steuerflüchtlinge zu erzeugen. Das heißt, die Monagesen beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann man einen Stadtteil in das Meer bauen? Denn dort gibt es noch Platz, und das Bild kommt nicht von mir, das sind tatsächlich Architekten, die Stadtteile konstruieren, wenn es eng wird an Land, kann man sich vorstellen, aufs Meer zu ziehen. Hier unten sehen Sie ein Hotel, vielleicht in einem Korallenriff, sowas Ähnliches soll es geben. Ich selbst war noch nicht da, aber es gibt auch Hotels, wo man schon als Taucher reintauchen kann und dort übernachten. Das ist bestimmt nicht die Zukunft des Ozeans für viele von uns. Oben rechts sehen Sie ein besonderes Vehikel. Das ist eine technische Zeichnung eines Fahrzeuges, das zum Ziel hat, Wasser zu verdampfen, Salzkristalle in die Atmosphäre zu werfen und dort das Klima aktiv zu verändern, das Klima zu kühlen. Ich persönlich finde die Idee auch nicht so toll, aber das sind durchaus Ideen, die andere Kolleginnen und Kollegen sich vorstellen, wie der Zukunft des Ozeans aussehen können. Und unten rechts, das finde ich besonders schön, das ist ein Forschungsschiff der Zukunft, das vielleicht viele Monate autark mit Wind- und Sonnenenergie betrieben über die Weltmeere fahren kann. Die anderen Art der Bilder, die wir oft sehen mit dem Meer, sind die Herausforderungen. Die Herausforderungen von uns Menschen, dem vielleicht auch ein Stück weit sorglosen Umgang mit den Küstenzonen und dem Meer, was zu tun hat mit der Übernutzung des Meeres, Fischung, für Fischerei, Überfischung könnte man nennen, Verschmutzung kann man nennen, auch in Deutschland noch, als ich zur Schule ging, war es durchaus üblich, die Dünnsäure, die Abfall war, noch in der Nordsee zu verklappen, weil man dachte, der Ozean ist so groß, das macht doch nichts. Das tun wir heute glücklicherweise nicht mehr. Dann gibt es natürlich die Bebauung der Küstenstreifen. Sie alle waren schon irgendwo am Meer, vielleicht mal im Urlaub. Und viele der Regionen, die mal schön waren, sind heute sehr bebaut und vielleicht für uns gar nicht mehr so schön. Also viele Menschen und das Meer ist eine gewisse Herausforderung. Anfangen möchte ich mit ein paar Worten zu mir selber. Ich selber bin physikalischer Ozeanograf und habe in Kiel an der Christian-Eubitz-Universität vor vielen Jahren mal studiert, wurde dort auch promoviert in einem Spezialgebiet der Meeresforschung, wo kaltes Wasser im Winter sich bildet und absinkt zu großen Tiefen, Teil der Golfstromzirkulation, der Rolle des Klimas für die Rolle des Ozeans für das Klimageschehen. Und ich habe dort eine wunderbare und gut ausgebildete Zeit verbracht. Hatte dann die Möglichkeit, für 2 Jahre nach Amerika zu gehen, zum Massachusetts Institute for Technology, ein sehr berühmter Ort, akademischer Ort, und habe dort in der Meeresforschung mit dem Meer beschäftigt, mit Simulationen der Theorie der Meeresströmungen, zusammen mit John Marshall, war dort oft auch in Woods Hole, dem Meeresforschungsinstitut in den USA, das der eine oder andere vielleicht kennt. 2 Jahre später war in Deutschland geburtenstarke Jahrgänge, an Hochschulen waren an Assistentenstellen nicht zu denken. Ich hatte die Möglichkeit, in den USA zu bleiben und habe 10 Jahre an der Columbia-Universität geforscht, habe mich dort mit Themen wie Ozean, Zirkulation und Klimawandel beschäftigt und hatte auch 2-mal die Möglichkeit, mit einem Forschungsschiff die Antarktis zu bereisen, auf einem Eisbrecher für mehrere Wochen dort unterwegs. 2004 bekam ich einen Ruf nach Kiel, wo ich heute noch bin, und bin dort jetzt, wie Sie schon wissen, der Professor für physikalische Ozeanographie am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Und wir sind eine große Einrichtung, die größte Einrichtung, Meeresforschungseinrichtung in Deutschland für den offenen Ozean, mit fast 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem ordentlichen Budget von fast 80 Millionen Euro pro Jahr. Und wir untersuchen die physikalischen, chemischen, biologischen und geologischen Prozesse im Meer und deren Wechselwirkung mit dem Meeresboden und der Atmosphäre. Wir sind, wenn Sie so wollen, die naturwissenschaftliche Kompetenz in der Meeresforschung. Gleichzeitig bin ich Professor an der Christian-Albrechts-Universität und wir haben dort vor über 10 Jahren das Netzwerk der Meereswissenschaften gegründet und wir vereinen dort eben alle Fakultäten der Christian-Albrechts-Universität, aber auch mit dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel, eben dann dem GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum und auch die Mothesius-Kunsthochschule und auch dazu werde ich noch ein paar Worte sagen. Gemeinsam versuchen wir, den Ozean besser zu verstehen und wir glauben, ein besseres Verständnis des Ozeans wird uns helfen, die Zukunftsfragen besser beantworten zu können und darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen diskutieren. Unser Exzellenzcluster hat eine Vision. Wir wollen so ein bisschen eine neue Symbiose, eine neue Auseinandersetzung zwischen dem Mensch und dem Meer propagieren. Sie sehen hier rechts ein Bild der Nachtlichter. Das sind also, wenn man sich vorstellt, das ist also ein Blick auf unsere Erde ohne Wolken, nachts angeguckt. Und Sie können sehr deutlich sehen, dass entweder an der Küste der Strom billig ist oder dort viele Leute leben. Und man sieht natürlich auch den Unterschied zwischen der Sahara und Europa. Dort, wo viele Menschen sind, gibt es viel Licht, kann man nachts schon erkennen, muss man gar nicht auf der Erde erst ankommen. Man sieht es schon nachts an dem abgestrahlten Licht, wie viele Menschen wir auf unserem Planeten sind. Dass diese auch ein Stück weit die Umwelt und natürlich auch das Meer verändern werden, darüber werde ich gleich sprechen. Aber gleichzeitig sind die Küsten auch immer interessant gewesen für uns Menschen, denn sie bringen uns Ressourcen, haben dort damals vielleicht Fischfang, heute mehr Transport. Aber auch Risiken des Meeres sind uns bekannt, von der Sturmflut bis Sauerstoff, Todeszonen und andere Dinge mehr. Wissenschaftlich gesprochen interessieren uns die Veränderungen des Meeres von der Vergangenheit bis heute, aber auch die Zukunft. Wir propagieren Ideen zu einem mehr nachhaltigen Umgang und Nutzung des Meeres und auch neue Risikobewertungsmethoden. Was besonders in Kiel ist, wir sind eben nicht nur Meeres- und Geowissenschaftler, sondern auch Mathematiker, Mediziner, Ökonomen, Gesellschaftswissenschaftler, Ethiker, Philosophen und Soziologen. Und gemeinsam schauen wir uns das System Ozean an. Wir machen Forschung für die Zukunft, für eine mehr verantwortliche, weltweit, sagen wir mal, umgänglicheren Umgang mit dem Ozean. Wir versuchen unser Wissen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Gesellschaft wie heute Abend mit Ihnen zu teilen, darüber zu diskutieren, was das Meer für uns als Menschen bedeutet und dieses Wissen auch weiterzugeben an die nächste Generation in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Wir versuchen verschiedene Formate zu entwickeln für die Kommunikation des Wissens. Das Museum hier hat viele tolle Formate. Ich werde jetzt gleich einen kleinen Werbefilm auf Englisch abspielen für ein Format, was wir letztes Jahr entwickelt haben, einen Online-Kurs zum Thema Ozean. Hören Sie mal kurz zu. Vast and endless, it encircles the planet. Covers 71% of the Earth's surface and provides more oxygen than all the rainforests combined. It holds unmatched and sometimes untouched natural resources, more than we could ever imagine. Here life began and has been sustained for millennia, harboring secrets we have yet to unlock. This is the ocean, the source of food and energy and the highway for international commerce. Its shores are home to 40% of humanity that lives within 100 kilometers of the coast. It provides sustenance, livelihoods, and links our global economy. But this is also the ocean, a vast yet finite system bearing the telltale signs of our careless lifestyles. It is highly stressed through our growing interventions and is groaning under the burden of pollution and climate change. How can we be good stewards of our planet so that we and future generations can live in harmony with the ocean? Can we use our understanding of the ocean system and human system to change our actions to support human life within safe limits
so that the ocean can continue to sustain its eco-services for us, as it has for so long? Come join us and learn about the ocean and what it means to you. When we put our knowledge together, can we use ocean system thinking to arrive at more sustainable, smarter interactions and solutions leading to better governance? Dieser Werbefilm wurde von uns gedreht und zusammengebracht, um ein Kursformat zu entwickeln, was über 5 Wochen läuft und weltweit über Online-Plattformen zur Verfügung steht. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal den Kurs angeboten. Wir hatten über 4.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. 54.000 Mal wurden die Videos von uns angeklickt. Man hat zum ersten Mal geschafft, bei uns jedenfalls aus Kiel, die weltweite Gemeinschaft damit anzuregen. Wir arbeiten an diesem Format weiter und werden in dieses Jahr ein weiteres Mal wieder online stellen und mal gucken, wie erfolgreich wir dann werden. Wir haben es gerade schon gehört, dieses Jahr ist das Jahr, das Wissenschaftsjahr von Meeren und Ozeanen. Und ich persönlich mochte sehr die Ansprache von Frau Wanka, die Bundesministerin für Erziehung und Forschung. Sie sagt zu Recht, früher haben wir die Ozeane und Meere entdeckt. Die Forscherinnen und Forscher haben sich damit beschäftigt, wie funktioniert das Meer, was gibt es dort, was findet dort statt. Aber ich glaube, heute ist der Auftrag auch an die Wissenschaft ein weitergehender. Es geht eben nicht nur um die Frage, wie funktioniert das Meer, sondern auch, wie gehen wir als Menschen mit dem Meer um. Die Trendwende hin zu einem mehr nachhaltigen Umgang mit den Meeren steht auf der Agenda. Denn Themen wie Klimawandel, Überfischung und auch Vermüllung des Ozeans sind mit uns heute. Und wie wir damit umgehen, ist eine spannende Frage. Anfangen möchte ich mit dieser Grafik. Sie zeigt die Entwicklung der Zahl der Menschen auf unserem Planeten. Als ich geboren wurde, ungefähr 1963, da waren etwas mehr als 3 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Heute, im Jahre 2017, sind wir bei 7,4 Milliarden, also mehr als doppelt so viele Menschen in meiner Lebenszeit. Das ist eine sehr besondere Situation, auch erdgeschichtlich gesprochen. Denn ich glaube, es gab noch nie einen Zeitpunkt auf dieser Erde, wo die Zahl der Menschen sich verdoppelt hat in einer Generation. Außer, wenn sie hartgläubiger Christ sind, vielleicht bei Adam und Eva. Aber wir sind ja heute, glauben ja eher an die Evolution. Und deswegen ist es eine ganz besondere Zeit, die wir erleben, die ich erleben und auch sicherlich die nächste Generation noch erleben wird, dass die Zahl der Menschen, die auf diesem Planet sind, enorm angestiegen ist. Wir wissen sehr gut, dass bis zum Jahre 2050 wir zwischen 9,5 und 10 Milliarden haben werden und vielleicht bis zum Ende des 21. Jahrhunderts möglicherweise 10 bis 12. Dazu kommt, dass es sei denn, dass die Europäische Raumfahrtagentur, die Astronomen noch neue Welten oder Erden entdecken, wir wahrscheinlich für die nächsten 50 bis 100 Jahre mit unserer einen Erde auskommen müssen und auch mit dem einen Ozean, der uns alles verbindet. Das, meine Damen und Herren, ist eine spannende Herausforderung, denn es gilt um nichts Geringeres, als uns zu überlegen, wie wir in den nächsten 20, 50, 100 Jahren uns entwickeln können als globale Menschheit innerhalb der planetaren Grenzen, denn ein Planeten B, eine andere Welt, scheint es nicht zu geben. Wir müssen mit dem, was wir haben, haushalten, global gesprochen. Dort werden in wissenschaftlichen Arbeiten Grenzen aufgezeigt, der Verlust an Biodiversität, die Erwärmung des Klimas, die zunehmenden Verschmutzung der Umwelt. In manchen Dimensionen haben wir vielleicht sogar schon, sagen wir mal, den sicheren Rahmen überschritten. In anderen Regionen haben wir noch ein bisschen Luft. Und die große Herausforderung ist eigentlich, wie man zufriedene Menschen, die hier im Inneren dieses Kreises dargestellt sind, die natürlich haben wollen, Wasser zum Trinken, Ernährung zum Essen und zum Überleben, die Bildung haben wollen, Gleichberechtigung, Teilhabe, vernünftige Arbeit, Mitbestimmung und ähnliche Dimensionen. Wenn man all dieses auf alle Menschen dieser Welt überträgt, die vielleicht auch ähnlich wie wir in Deutschland Urlaub machen wollen, Fernreisen sich erlauben können und abends zu Vorträgen gehen, dann ist schon die Frage, mit wie vielen Milliarden Menschen auf diesem Planeten das noch geht.
Mit 20 wahrscheinlich nicht. Mit 10 vielleicht und dann wie? Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage für die akademische Gesellschaft und auch für uns in der Zivilgesellschaft, um zu überlegen, was bedeutet das denn? Diese Ideen führen dazu, dass man sich über Nachhaltigkeit Gedanken macht. Und ich möchte die Elemente der Nachhaltigkeit für Sie übersetzen auf das Thema Meer oder Ozean. Die erste Dimension der Nachhaltigkeit hat damit zu tun, unser Planet, unsere Erde als Lebensgrundlage, in meinem Fall der Ozean als Lebensgrundlage. Der Film hat es eben schon erwähnt, die Hälfte des Sauerstoffs, die wir heute Abend hier veratmen, kommt global gesprochen aus dem Ozean. Der Ozean mit seinen Meeresorganismen versorgt uns mit Sauerstoff, natürlich überlebenswichtig. Glücklicherweise noch nicht verknappt. Es gibt sehr viele Algen, die noch Sauerstoff produzieren. Da machen wir uns glücklicherweise noch keine Sorgen. Bei Nahrung sieht es schon ganz anders aus. Wir wissen, dass ungefähr 20% der Weltbevölkerung 25% ihres Proteinbedarfs aus dem Meer, sprich über Fischerei und Muscheln, deckt. Das ist, vielleicht kann man sagen, global gesehen nicht die größte Herausforderung. Für manche Küstenregionen jedoch überlebenswichtig. Ohne ein gewisses Maß an Biodiversität wird das auch dauernd nicht möglich sein. Und wenn man zu viel Nahrung rausholt, wächst nicht genug da. Und das sehen wir heute schon. Das Meer, meine Damen und Herren, ist ein Klimapuffer für uns. Die Trägheit der Wärme, die hohe Wärmekapazität macht unser Klima stabil auf der Erde, lebenswert. Ein viel stabileres Klima als das der Nachbarplaneten, was natürlich in erster Linie mit den großen Mengen vom Wasser und dem Ozean zu tun hat. Und nicht zu vergessen, das Meer als Kulturraum. Viele von Ihnen werden sicherlich schon mal irgendwann im Urlaub an das Meer gefahren sein. Und wenn man dann vielleicht nach Sylt fährt und dort im Hotel eincheckt, dann ist vielleicht die zweite Frage nach dem Namen, was für ein Zimmer hätten Sie denn gerne? Nun können Sie sagen Doppelzimmer oder Einzelzimmer. Aber die Frage wird schnell sein, na, wollen Sie ein Zimmer mit Meeresblick haben oder mit Gartenblick? Und die meisten von Ihnen sagen, ach, wenn ich schon so weit gefahren bin, dann nehme ich doch lieber das Zimmer mit Meeresblick. Wenn man schon mal im Urlaub ist, will man das schöne Meer doch sehen. Und dann kommt die schlechte Nachricht, das kostet aber 40 Euro mehr. Das bezahlt man gerne, denn man hat den Meeresblick. Und man kann sich auch mal fragen, wieso bezahlt man eigentlich dafür, übers Meer zu gucken? Das heißt, auch die kulturellen Güter, das Blick über das Meer, das Rauschen des Strandes sind für uns irgendwie Lebensgrundlagen oder zumindest wichtig und wir sind sogar bereit dafür zu bezahlen. Ich kann Ihnen auch sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie nach Shanghai ins Hotel gehen und dort gefragt werden, ob Sie Meeresblick haben wollen oder Gartenblick, ich kann Ihnen empfehlen, nehmen Sie den Gartenblick. Der ist mit Sicherheit schöner, als über das verschmutzte, industriell genutzte Meer zu gucken. Es kommt eben auf die Perspektive an, die man damit verbindet. Und das schöne Meer ist das, was wir gerne besuchen und das industriell genutzte Meer vielleicht nicht ganz so. In Deutschland, Europa und weltweit redet man natürlich über die Ökonomie. Nachhaltigkeit hat eben auch dafür damit zu tun, über Arbeitsplätze, Einkommen, Märkte, Technologien und Investitionen. Und das Meer hat so eine gewisse Geschichte dazu, insbesondere auch in Deutschland. Hochseefischerei war in den 50er und 60er Jahren sehr profitabel in Deutschland, in den 70er Jahren mit dem Zusammenbruch der industriellen Fischerei in Nord- und Ostsee und im Nordatlantik ist sie eigentlich komplett verloren gegangen. Ein Dorsch, der so groß ist wie der Fischereikollege dort, den gibt es in Ostsee gar nicht mehr. Wir wissen heute, dass alle großen Fische, die länger sind als 1,20 Meter, 95% davon sind heute aktuell weggefischt worden. Haie, Wale, große Thunfische. Und eigentlich ist das passiert, ohne dass wir das wirklich gemerkt haben. Dann gibt es natürlich neue Ideen, ins Meer zu gehen, um nach Öl und Gas zu bohren, um noch mehr Energie daraus zu holen. Man kann das Meer aber auch nutzen für mehr nachhaltige Energiesysteme, zum Beispiel die Windkraft oder Wellenkraft. Also die blaue Ökonomie ist ein großes Thema in der Meeresforschung. Und was die meisten nicht wissen, ist, welcher dieser Sektoren ist denn der wichtigste? Ist es die Fischerei? Schifffahrt? Die Öl- und Gasbohrung? Nachhaltige Energien? In Schleswig-Holstein? In Europa? Und auch in China? Alle diese nicht. Der wichtigste ökonomische Zweig in allen Küstenstaaten ist der Tourismus. Mittlerweile. Und das macht eine interessante Aussage, denn wie ich eben schon gesagt habe, Sie als Touristin und Tourist wollen natürlich das schöne Meer besuchen und nicht das industriell genutzte Meer. Und wenn man wirklich ökonomisch denken möchte, dann würde man zu mehr Meeresschutz kommen als zu mehr Meeresverschmutzung.
Die dritte Element der Nachhaltigkeit hat zu tun mit Ozean und Gesellschaft. Das Meer verbindet uns als Kulturen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Lebensqualität, es geht auch um die Diversität der Kulturen. Schwierig sind es dann vielleicht die Verwaltungsdimensionen des Ozeans, die institutionell relativ schwach aufgestellt sind. Da werde ich am Ende vielleicht noch ein oder zwei Worte zu sagen. Auf jeden Fall, das Meer ist für uns interessant belegt. Wenn man in Schleswig-Holstein wohnt, so wie ich das tue, dann erinnern sich viele Menschen noch daran, am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die Ostsee ein großer Fluchtraum war. Es ermöglicht hat, von den Ostregionen, von Ostpreußen, Vorpommern, sind viele Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Ostsee geflüchtet nach Schleswig-Holstein und wollten dort ein besseres Leben haben. Die Flucht über die Ostsee zu den Zeiten und auch für uns in Deutschland unsere Geschichte durchaus sehr positiv belegt. Wenn wir heute die Bilder sehen über die Flucht über den Mittelmeerraum von Afrika nach Europa, haben wir da andere Gedanken zu. Man sieht diese Verbindung und auch Fluchtraum, Ozean ist auch bei uns nicht unumstritten und auch eine sehr interessante Dimension näher zu beleuchten. Sprechen möchte ich ein bisschen mehr über das, was uns in der Forschung umtreibt, die Wissens- und Wertschöpfungskette, warum Sie, meine Damen und Herren, gut investieren in die Forschung oder vielleicht auch, was Sie davon haben würden zum einen Teil. Ich benutze immer gerne diese Analogie, sage, man kann anfangen und sagen, wenn wir ins Weltall gucken, dann wollen wir entdecken. Wenn wir uns das Meer oder die Tiefsee angucken, dort gibt es Dinge, die kennen wir nicht. Wir finden das spannend, wenn man hier unten in die Ausstellung geht, da kann man ganz viele dieser Entdeckerdimensionen sehen über das Meer. Und wir in den akademischen Institutionen sagen, entdecken ist wunderbar, aber wir wollen natürlich auch verstehen, warum der Meer so aussieht, warum die Tiere eine bestimmte Form haben, was sie dort machen. Wir analysieren, verstehen. Und die Wissensgesellschaften nutzen dann das Verständnis, um vielleicht das systemisch zu begreifen. Und wenn man Glück hat, kann man sagen, wenn ein bestimmter Organismus mehr Sauerstoff kriegt, macht er das. Und wenn er weniger Sauerstoff kriegt, macht er das. Wir versuchen, das Verständnis zu benutzen, um Aussagen zu treffen über die Entwicklung des Meeres und die Zukunft davon im Bereich von Klima, im Bereich von Ernährungssicherheit, aber auch im Bereich von Verschmutzung. All dieses sind Aufgaben der Wissenschaft in erster Näherung. Und dann kommen wir zur Gesellschaft, zu Ihnen, meine Damen und Herren. Sie wollen natürlich nicht meine Fachpublikation lesen. Sie wollen natürlich vielleicht schon mal ab und zu mal gerne mit auf Entdeckungsfahrt kommen, aber nicht ständig. Und deswegen erwarten Sie von uns eine Zusammenfassung des Wissens in Vorträgen wie diesen heute Abend, in Publikationen, die Sie lesen können. Und dieses Zusammenfassen und Bewerten ist eine gemeinschaftliche Aufgabe zwischen der akademischen Gesellschaft und der anderen Gesellschaft, uns allen. Denn erst dann sind wir bereit zu regulieren, eingeschränkter zu nutzen, vielleicht auch unseren Umgang mit dem Meer oder der Umwelt zu ändern. Denn wir wollen wissen, was wir tun. Aber das Regulieren, Ändern, das sagen Sie natürlich richtig, das will ich schon selber entscheiden. Ich setze mich nicht dem Diktat der Wissenschaft aus, sehr vernünftig. Gemeinsam versuchen wir eben diesen Wertschöpfungskreis zu füllen, international mit Forschungsprogrammen oder auch bei uns im Ozean der Zukunftsprogramm, denn wir wollen in Dialog treten und gemeinsam das ganze System verstehen, um eben die Erkenntnis aus der Meeresforschung zum Nutzen zu bringen. Schlaglichthaft möchte ich durch einige der Elemente gehen, entdecken. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich hier fast eine ganze Stunde lang über das Thema Entdeckung gesprochen. Ich werde das heute sehr viel kürzer machen. Und Ihnen nur sagen, Fragen, die wir haben könnten, wie sieht die Tiefsee aus, wie funktionieren die großen Stromsysteme? Und wir in Deutschland sind sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr leistungsfähige Forschungsflotte von dem größten Eisbrecher, die Polarstern, die in der Arktis und Antarktis Forschung machen kann. Meteor und Sonne befahren alle Weltmeere. Ich selber bin vor 2 Wochen erst zurückgekommen aus dem Pazifischen Ozean. 5 Wochen war ich mit der Meteor dort unterwegs. Dann haben wir die Merian, Poseidon, Alco und Heinke, also ein sehr ordentliches Repertoire an Forschungsschiffen, das, wie gesagt, dank ihrer Steuergelder der deutschen Wissenschaft zur Verfügung steht. Auf diesen Schiffen wird gearbeitet, rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Schichtdienstbetrieb, denn natürlich Entdecken und Forschungsschifffahren ist ein teures, kostbares Gut, da lässt man kein Wochenende verstreichen und sagt, ach, jetzt ist Wochenende, machen wir nichts. Das macht man dann, wenn man wieder zu Hause ist. Dort wird rund um die Uhr gearbeitet, mit physikalischen Messungen, wie man hier sehen kann, am Rechner die Daten ausgewertet, biologische Probennahmen mit Netzen, mit Kameras.
Aber auch mehr und mehr benutzen wir roboterartige Systeme. Hier sieht man ein Bild von mir, wie ich einen Tiefendrifter, einen sogenannten Argo-Float, aussetze. Das in großer Zahl, ungefähr 4000 davon, sind in allen Weltmeeren unterwegs und ermöglichen uns, in Echtzeit und täglich Daten aus dem Meer zu bekommen. Wir entwickeln diese Geräte weiter, geben den Flügeln und bauen dann da sogenannte Glider draus. Ich hatte mal die Gelegenheit, unserer Kanzlerin das vorzustellen. Das fand sie sehr spannend. Sie ist ja selber Physikerin. Das Thema Meer bewegt sie sehr. Diese Roboter können ähnlich wie Delfine auf- und abtauchen und dann werden die von uns ferngesteuert. Und als anderes Beispiel dort sehen Sie sogenannte Mesokosmen. Wir sagen immer die größten Reagenzgläser im Meer. Das sind 30 Meter lange Plastiksäcke mit 2 Meter Durchmesser, wo wir ein Stück Ozean einfangen und das dann chemisch verändert, um zu verstehen, wie zum Beispiel ein Ozean, der saurer ist, der sauerstoffärmer ist oder wärmer ist, in der Zukunft aussehen kann. Wir nutzen viele Technologien. Hier ein Meeresbohrgerät, MEBO. Hier Länder, die man an Meeresbooten aufsetzen kann. Viel Technik, viel Instrumentarium, was unseren Wissenschaftskolleginnen und Kollegen heute ermöglicht, die Tiefsee viel besser zu verstehen, zu entdecken und zu gucken, als das noch vor 10 oder 20 Jahren möglich war. Es ist eine tolle Zeit in der Meeresforschung. Es ist spannend. Wir lernen mehr Dinge kennen. Und es gibt noch viel zu entdecken. Und das begeistert uns alle und viele. Wer mehr sehen will, unten in der Ausstellung. Wir in den akademischen Wissenschaftlern versuchen eben dann zu verstehen, was wir sehen und stellen uns vielleicht Fragen wie, warum erwärmt sich der Ozean? Wie hängt die Biodiversität mit den Fischschwärmen oder der Ernährungssicherheit zusammen? Und auch hier werde ich schlaglichthaft nur 2 oder 3 Beispiele geben. Anfangen möchte ich mit dem Thema Klima und Meer. Und möchte ich anfangen mit einer Grafik, die aus dem sogenannten Weltklimaforschungsbericht, dem IPCC-Report, veröffentlicht wurde. Sie sehen oben rechts die letzten 100 Jahre der Atmosphärentemperatur gemittelt über den Globus, sozusagen die Fieberkurve unseres Planeten. Und was wir interessant fanden, als 2013 der Bericht herausgegeben war, ist, alle von uns waren der Meinung, wenn man die Kurve anguckt, ich glaube, Sie würden dem zustimmen, dann sieht man da, dass über die letzten 60, 70 Jahre im Mittel der Planet wärmer geworden ist, während die mediale Aufmerksamkeit sich aus irgendeinem Grund auf die letzten 10 Jahre fokussiert hatte und man gesagt hat, aber die letzten 10 Jahre ist doch gar nichts passiert. Vielleicht kommt der Klimawandel ja gar nicht. Vielleicht ist es ja schon vorbei. Und die Wissenschaftler waren völlig überrascht von solchen Aussagen und waren ehrlicherweise gar nicht gut darauf vorbereitet, dass jemand überhaupt so eine Frage stellen könnte, weil für uns war das so sonnenklar, dass man natürlich den langfristigen Trend sieht, wir auch wissen, warum der stattfindet und wir waren auf diese Fragen vielleicht partiell gar nicht so gut vorbereitet. Naja, ich meine, wie es dann so oft ist, da kann man drüber reden, wie man will, man kann auch ein bisschen warten, dann kommen die neuen Daten rein. Das sind die Daten, die jetzt knapp ein Jahr alt sind. Sie sehen, diese rote Kurve ist extremst nach oben gegangen. Auch da könnte man sagen, wow, wieso waren die letzten 2 Jahre so warm? Und das ist eben das Wechselspiel der menschengemachten Klimaerwärmung und der natürlichen Schwankung des Systems. Wir hatten in den letzten 2 Jahren ein sogenanntes El Niño-Jahr, warme pazifische Oberflächentemperaturen, die auch im globalen Mittel zu erkennen sind, und haben dort Rekordwerte gesehen über 2 Jahre. Unsere Vorhersage für dieses Jahr ist, dass es etwas kühler werden wird als die Jahre, denn El Niño ist gerade vorbei, aber wir werden das noch genau sehen. Man kann nur sagen, die Diskussion, ob die Klimaerwärmung aufgehört hat, ist natürlich vorbei, weil man die Daten jetzt sieht. Wir waren aber damals schon überrascht, dass die überhaupt geführt wird, aber so ist das manchmal mit Dateninterpretationen. Da gibt es verschiedene Ansichten dabei. Ich selber arbeite im Nordatlantik. Wenn man dann in der Region Atlantik guckt, dann sieht die ähnliche Kurve jetzt, die wir unten nochmal global sehen und oben für den Nordatlantik, etwas zappeliger aus. Da gibt es durchaus warme und kalte Jahre. Und mich als Wissenschaftler interessiert genauso die warme Zeit in den 30er und 40er Jahren, dann die kalte Zeit in den 70er Jahren und wieder das Wärmerwerden jetzt in den letzten Dekaden. Auch hier sieht man den Trend, aber auch die Schwankungen, die dort vorkommen. Wir versuchen, diese zu verstehen und wir sind uns zunehmend sicher, dass insbesondere die Golfstromzirkulation dort eine Rolle spielt. Und wir appellieren natürlich immer an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Man kann verschiedene Dinge sich angucken. Es gibt relativ komplexe Prozesse. Aber einig sind wir uns, dass natürlich im Mittel das System Ozean sich erwärmt. Ich will gleich noch ein Wort mehr dazu sagen. Was passiert, wenn Wasser sich erwärmt? Ganz ähnlich wie wenn Luft sich erwärmt. Warme Luft dehnt sich aus, warmes Wasser dehnt sich auch aus.
Wenn Wasser sich ausdehnt, kann es nicht tiefer in den Meeresboden rein. Die Küsten am Rand sind natürlich auch das, was sie sind. Das heißt, das, was das Meer machen kann und machen wird, ist, der Meeresspiegel wird steigen. Auch das können wir uns angucken. Der Meeresspiegel steigt, wie man in dieser Kurve sehen kann, hier unten eine Grafik über die letzten 110 Jahre. Und wenn man die Skala sich anguckt, da steht sowas wie minus 120 Millimeter in dem Fall. Und bis jetzt sind wir dabei plus 50 Millimeter. Dann versuchen wir das mal auszurechnen. Minus 150 Millimeter bis plus 50 Millimeter sind also 200 Millimeter Unterschied. Wie viele Zentimeter waren das nochmal? 200 durch 10, 20 Zentimeter, so viel. Das heißt, der globale Meeresspiegelanstieg über die letzten 100 Jahre ist genau der Unterschied zwischen Ihrem Daumen und Ihrem kleinen Finger, 20 Zentimeter gewesen. Sie sehen eine relativ anfänglich mit Fehler behaftete Kurve, mit der Zeit immer besser werdende Kurve. Und man kann sich natürlich schon fragen, woher wissen denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie der Meeresspiegel vor 120 Jahren, wie hoch der war? Und das, meine Damen und Herren, weiß man von der Handelsschifffahrt. Denn die Handelsschiffe, die kommen ja alle irgendwo an, nämlich im Hafen. Und was macht der Hafenkapitän? Der misst jede Stunde den Wasserstand im Hafen. Nicht, weil der sich vorbereiten wollte für den Klimawandel und die globale Meeresspiegelanstieg, sondern weil es natürlich wichtig ist zu wissen, wie die Gezeiten im Hafen rauf und runter gehen, ob der Hafen versandet, ob man genug Tiefgang hat für die Schiffe, wie große Schiffe man bauen kann oder aktuelle Diskussion bei uns im Norden, ob man ausbaggern muss. Das machen wir heute, weil wir Häfen tiefer kriegen wollen. Und all diese Daten wurden rund um die Welt erhoben zwischen ordentlichen Hafenkapitänen, die eben jede Stunde das in ihr Hafenlogbuch eingeschrieben hat. Und diese Daten wurden von der Wissenschaft sorgfältig ausgewertet. Das ist nicht so leicht. Da muss man aufpassen, dass der Maßpegel nicht mal ausgetauscht wurde und dann nicht aufgeschrieben wurde, wo Null war und viele Dinge mehr. Und heute können wir das machen mit dem Satelliten. Sie sehen da oben rechts das Bild. Wir haben heute Satelliten, die um die Erde herumfliegen, ausgestattet mit einem Radargerät, der also genau den Abstand misst zwischen dem Satelliten und der Meeresoberfläche. Und das kann man heute mit einem Fehler von ungefähr 1 Zentimeter tun. Diese hochgenauen Messungen erlauben uns zum ersten Mal, das auch räumlich anzugucken. Und ich will Ihnen auch nur deswegen mal zeigen, wie komplex das sein kann, wenn man so einfache Dinge wie Meeresspiegel beschauen möchte. Hier sehen Sie ein 20 Jahre Zeitraum der letzten 20 Jahre, das Bild ist ein Stück älter, aber die letzten 20 Jahre sehen fast genau gleich aus. Und was dieses Bild Ihnen zeigt, das muss ich einmal erklären, ist die Änderung, also den Meeresspiegelanstiegs über einen 20 Jahre Zeitraum. Hier 10 Jahre, aber über 20 Jahre sieht es genauso aus ungefähr. Und in farblich markiert ist um wie viel. Wenn die Farbe gelb oder rot ist, ist der Meeresspiegel gestiegen. Wenn die Farbe hellblau oder dunkelblau ist, ist der Meeresspiegel gefallen. In diesem Zeitraum im globalen Mittel soll der Meeresspiegel um genau 3 mm pro Jahr oder 3 cm im Jahrzehnt gestiegen sein. Und jetzt versuchen wir mal herauszufinden, wo Hamburg oder die Nordsee ist. Das sehen Sie da oben links im Bild. Die Farbe ist gelb, dunkelhellgelb. Da kommt ungefähr 3 mm pro Jahr oder 3 cm in diesen 10 Jahren raus. Und der Hamburger Hafenkapitän sagt, ja, das haben die Klimaforscher doch in ihrem Klimaforschungsbericht geschrieben, dass der Meeresspiegel steigt um ungefähr 3 mm pro Jahr. In Hamburg alles Paletti. Jetzt richten wir unser Auge mal auf San Francisco, die Westküste Amerikas. Dort ist die Farbe hellblau. Der Hafenkapitän aus San Francisco sagt, wusste ich's doch. Klimaforscherinnen und Forscher lügen. Sie können ja gerne mal zu mir kommen. Bei mir fällt der Meeresspiegel. Was immer die da erzählen mit dem globalen Erwärmung und Meeresspiegelanstieg, davon habe ich noch nichts gesehen. Im Gegenteil, ich mache mir gerade Gedanken, ob wir ausbaggern müssen, weil bei uns fällt der Meeresspiegel. Dann gucken wir uns mal den Pfeil an. Der geht auf einen Inselstaat, der heißt Tuvalu. Kennt jemand Tuvalu? Kennen irgendwie einige, mehr als Kiribati, glaube ich. Warum kennt man Tuvalu, kann man sich fragen. Da muss ich mal den Christian Sicker fragen, mal sehen, ob der das weiß. Der liegt auch nur, das ist eben nicht mehr so ganz unsere Generation. Ihre Enkelkinder wissen das sofort, denn die deutsche Internetadresse ist .de. Und die Internetadresse von Tuvalu ist .tv. Glück gehabt, denn rtl.de ist okay, aber rtl.tv ist viel besser.
Die Menschen aus Tuvalu haben ihre Internetadresse verkauft an die Rundfunkanstalten dieser Welt und beziehen alle, sind ja auch nur 5.000 oder 6.000 Einwohner, so ein unteres Beamtengehalt dafür, dass sie ihre Internetadresse verkauft haben. Deswegen können die mit dem Geld Werbung machen über zum Beispiel Meeresspiegelanstieg, sich auch bekannte Anwälte nehmen, die dann auch bei den Vereinten Nationen ihren Fall vorbringen, weil sie Ressourcen haben aus der modernen globalen Informationstechnologie. Tuvalu, meine Damen und Herren, sieht rot, 9 Zentimeter in denselben 10 Jahren. Die sagen natürlich, boah, bei uns geht hier Land unter. Und zwar ziemlich schnell. Welt, macht euch Gedanken. Wir in der Wissenschaft sagen, ja, das ist ein bisschen kompliziert mit dem Meeresspiegel. Man sieht eben, dass es in einigen Regionen runtergeht, in einigen rauf. Im globalen Mittel geht es immer nur rauf und wir versuchen, das genau zu verstehen. Wir können das heute einigermaßen sagen, im Pazifik hat der Wind zugenommen und der Wind pustet das Wasser ein bisschen mehr Richtung Asien und weg von den Amerikas. Und deswegen sieht man dort den Meeresspiegel fallen und in anderen Stellen sehr viel schneller steigen. Sie sehen, dass auch allein so einfache Dinge wie Meeresspiegelanstieg, wenn man genau reinguckt, werden sie doch ein bisschen komplizierter. Und hier sind eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, das mit mehr Wissen zu untermauern. Über die Kurve springe ich mal kurz hinweg, was wir heute können. Wir können auch hinweisen, warum der Meeresspiegel steigt. Zum einen ist das Ozean wärmer geworden. Das ist die Kurve, die hier in Rot dargestellt ist. Das ist die Menge von Gletschereinträgen. In Grün und Blau schmelzende Eispanzer in Grönland und Antarktis. Und diese Größenordnungen sind mittlerweile genauso groß geworden wie die Erwärmung des Ozeans. Das heißt, wir machen uns heute nicht nur Gedanken darüber, dass ein warmer Ozean ansteigt, sondern auch über das Wasser, was von schmelzenden Gletschern in den Ozean reinkommt und nochmal das Thema Meeresspiegel verstärkt. Der eine oder andere hat es schon öfter in den Nachrichten gesehen. Wir sehen auch Signale der Erwärmung im Ozean, hier im Arktischen Ozean. Wenn man sich die Menge des Meereises im Sommer anguckt, so haben wir einige Jahre schon gesehen, wo fast 30-40% der Fläche, die in früheren Sommern eisbedeckt ist, heute eisfrei ist. Dort gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen darauf. Der eine oder andere sagt, oh, das ist ja wunderbar, dann kann man da mit dem Schiff hin und zum Beispiel Welthandel betreiben oder Fischfang. Und andere sagen natürlich, wow, wenn man jetzt ein Eisbär ist, das ist gar nicht schön, denn der verliert seinen Lebensraum. Wie immer, jede Veränderung hat Vor- und Nachteile. Natürlich für die arktische Region dort oben, für das Klima, eine große Herausforderung. Wie gesagt, einige Schlaglichter dessen, was wir entdeckt haben und auch ein Stück weit verstanden haben. Vorhersagen. Wir haben tolle Möglichkeiten heute, nicht nur zu verstehen, wie der Ozean funktioniert, sondern teilweise auch Vorhersagen zu treffen. Hier sehen Sie eine Animation eines Modells, das wir bei uns in Kiel betreiben. Es ist ein Zirkulationsmodell, ein Strömungsmodell von dem Nordatlantik. In bunt sehen Sie die Geschwindigkeit der Strömung. Wenn sie rot ist, ist das fast 1 Meter pro Sekunde. Wenn sie grün ist, vielleicht noch 0,5 Meter pro Sekunde und blau ist eher wenig. Und was Sie erstmal feststellen, boah, das sieht ja sehr kompliziert aus. Und der Ozean ist eben ein See voller Verwirbelungen, müssen Sie sich ähnlich vorstellen wie in Wildbach hier, die Isar, das kennen Sie natürlich auch, die ist auch nicht einfach, an jeder Ecke verwirbelt sie. Und das, was der schöne, von uns immer gerne besungene Golfstrom ist, ist eben auch ein sehr komplexes Stromsystem. Sie sehen im Norden, wie das Meereis kommt und geht, wie das hin und her läuft. Und wir nutzen Modelle ähnlich wie dieses, um eben uns zu fragen, wie wird dann der Ozean aussehen, wenn das wärmer wird, wenn mehr Gletscherwasser geschmolzen ist oder vielleicht die Winde sich ändern. Wir können sozusagen mit modellartigen Systemen wie diesem hier in die Zukunft gucken. Uns interessiert eben, wie wird er denn aussehen, der Blick da vorne vom Kapitän hier, der Blick in die Zukunft. Ja, wie wird es denn aussehen, wenn wir diese 7-9 Milliarden Menschen auf unserem Planeten haben? Jetzt kann man sich fragen, wieso ist denn das überhaupt so gekommen, dass wir ungefähr seit 1930 so einen rasanten Anwuchs der Gesellschaft haben? Und das kann man wahrscheinlich relativ leicht beantworten. Da gibt es 2 Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Zum einen hat man im Ende des 19. Jahrhunderts es geschafft, Energie für uns Menschen nutzbar zu machen.
Das Entdecken von Kohle, das Entdecken von Kraftmaschinen, von Dampfmaschinen, die man hier natürlich alle im Deutschen Museum sich angucken kann und die Geschichte von denen, hat uns als Menschheit Zugang zu Energie gegeben, zu billiger Energie, zu einfacher Energie, zu verfügbarer Energie. Das hat uns ermöglicht, Dinge, die uns viel beschäftigt haben als Menschheit, einfacher zu leisten. Ob das nun bei der Produktion von Metallen war, ob das im Transport wegen ist, viele Dinge wurden leichter. Die Zahl der Menschen wuchs und ungefähr 1910 wurden alle Universitäten dieser Welt vor eine große Frage gestellt. Die wollten von den Universitäten nicht wissen, wie geht Physik, wie geht Medizin, wie geht Biologie, sondern die gesellschaftliche Frage 1910 war welche? In Deutschland, eigentlich in ganz Europa. Die industrielle Revolution mit mehr Energie, zunehmenden Möglichkeiten der Krankenversorgung führte dazu, dass es mehr Menschen gab, aber es gab nicht mehr Essen. Alle in ganz Europa war in den frühen 10er Jahren 1910 bis 15 fast jeden Sommer und jeden Winter sowieso Hungersnot und man fragte die Universitäten, nun mach doch mal was, wie kann man die Menschheit besser ernähren? Und welche entscheidende Erfindung hat den Unterschied gebracht? Haber-Bosch mit Kunstdünger. Die Erfindung des Kunstdüngers ermöglichte uns auf einmal das Ernährungsproblem zu lösen und hat diese Entwicklung ermöglicht gemacht. Billige Energie und Kunstdünger zusammen hat diese rasante Entwicklung der Menschheit auf der Welt ermöglicht. Und Sie, meine Damen und Herren, alle die, die heute Sie sind, hier sind, Sie leben luxuriöser, komfortabler als alle Könige von vor 200 Jahren. Ein Leben, was die Könige und Königinnen sich damals leisten konnten oder erträumt hätten, das haben Sie alle zu Hause, auch die, die vielleicht sogar nur Hartz IV haben. Das ist eine gewaltige Leistung der menschlichen Entwicklung, aber sie hat natürlich auch einen Preis. Und die billige Energie gab es halt nicht umsonst, sondern die gab es eben auch mit Ausstoß von Schadstoffen, zum Beispiel CO2, weil wir natürlich die billigste genommen haben, die Kohle war oder Öl und Gas. Und wenn Sie sich heute angucken, dann ist oben rechts die Kurve des CO2-Gehalts der Atmosphäre, die ikonische Kurve, die mittlerweile schon über 410 ist, ist schon ein paar Jahre alt dort. Aber hier unten habe ich Ihnen da mitgebracht die neueren Entwicklungen des CO2-Ausstoßes in verschiedenen Regionen der Welt. Sie sehen in dunkel, in blau die europäischen Staaten. Und in der Tat haben wir es geschafft, über die letzten 20 Jahre unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren, trotz wachsender, leicht wachsender Zahlen der Bevölkerung. Die USA übrigens, meine Damen und Herren, über die man ja so viel redet, die haben noch mehr reduziert. Egal, was die Leute in Washington darüber sagen oder nicht, denn die Staaten tun es aus gutem Grund, weil es auch ökonomisch ist. Indien hat deutlich zugelegt und der größte Player ist natürlich China. Das führt dazu, dass wir uns immer gerne über China beschweren und sagen, boah, die Chinesen, die verschmutzen so viel, die machen so viel CO2 draus. Man kann sich natürlich auch mal ganz ehrlich fragen, wo kommt denn dieser Ständer hierher, der hier steht, der aus Metall gebaut ist? Natürlich kam der früher aus Made in Germany, aus den Metallhütten aus Europa und da hat man auch mehr CO2 verbrannt. Mittlerweile ist eben alles, was viel Energie braucht, in dem Entstehungsprozess verlagert worden nach Asien und wir kaufen das fertige Produkt. Und damit verschieben wir sozusagen unseren CO2-Footprint in die Ökonomien nach Asien und die wiederum wird dann von uns gleichermaßen dafür zur Verantwortung gezogen, dass wir sagen, wir wollen zwar euren Stahl haben, aber nicht den CO2-Ausstoß. Es ist also in einer vernetzten Welt immer nicht so leicht, dort Aussagen zu treffen, aber ich glaube auch China, wir werden es bald sehen, wird mit dem CO2-Ausstoß flacher werden und auch runtergehen aus verschiedensten Gründen. Wir in der Forschung fragen uns dann eben, je nachdem, wie viel CO2 man in die Atmosphäre bringt, was passiert dann mit dem Klima, was passiert mit dem Ozean. Grob zusammenfassend kann man natürlich sagen, man bringt mehr CO2 in die Luft, die Atmosphäre wird wärmer, der Ozean erwärmt sich, Meeresspiegel wird steigen, mehr Gletscher schmelzen, Meeresspiegel wird steigen. Man kann dort sehr klare Aussagen treffen. Wie machen wir das? Wie treffen wir solche Aussagen? Und da kommt das Zusammenfassen ins Spiel. Denn zusammenfassen im Ozean wie beim Klimageschichte ist eben das Wissen, was Sie hören wollen, ist nicht Martin Fisbecks Privatforschung, die ist bestimmt auch interessant, hoffe ich jedenfalls. Aber Sie wollen natürlich wissen, das gesicherte Wissen, was alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammentragen. Und das, meine Damen und Herren, machen eben diese Weltklimaforschungsberichte. Sie sind eine
interessante Institutionen, die beauftragt sind von den Staaten, nicht von den Wissenschaftlern. Die Politik möchte gerne wissen, was macht denn nun das Klima, und beauftragt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dieses Wissen zusammenzufassen und zentrale Aussagen zu machen. Der letzte Bericht von 2013 sagt es ganz klar. Wir haben über 2000 Seiten, geben wir sagen wir mal, Hinweise dafür, was passiert. Und schon 2007 war eine der zentralen Aussagen, die Erwärmung des Planeten ist eindeutig. 1990, als es angefangen ist, waren die Aussagen vorsichtiger. Dort hat man gesagt, die Erwärmung des Planeten ist wahrscheinlich. Heute sagt man, es ist eindeutig. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben viel mehr klare Aussagen für sich herausgearbeitet und sagen wir mal, können mehr sagen darüber, was unser menschliches Handeln, CO2-Ausstoß und andere Dinge tun. Im Meer allerdings haben wir eben das Klimaproblem, aber eben nicht nur. Vielleicht zwei, drei Grafiken noch, die zusammenfassen, was der Ozean dem wärmeren Klima oder dem ändernden Klima, was er spürt. Diese Grafik, meine Damen und Herren, ist eine der neueren, die ein bisschen schwierig ist auf der einen Seite, aber interessant auf der anderen Seite. Sie stellt hier nicht etwa die Temperatur des Ozeans dar, sondern die gesamte Energiemenge unseres Planeten oder die Änderung davon. Da muss man jetzt Physiker sein, um das zu verstehen, aber der Physiker wird Ihnen sagen, Temperatur ist eine Maßzahl für Energie. Schwingende Moleküle brauchen mehr Energie als langsame, also warm ist mehr Energie als kalt. Und wenn man sich hier mal anguckt, wie viel Energie man braucht, um die Luft zu erwärmen, die 1 Grad Celsius fast, die wir über die letzten 110 Jahre erlebt haben, dann sieht man auf der Kurve in lila gar nichts. Das kostet nämlich nicht viel Energie, Luft zu erwärmen, das geht relativ einfach. Das Land wärmer zu machen, Permafrost zu schmelzen und die Böden auf eine höhere Temperatur zu bringen, ist schon ein bisschen mehr, das ist diese gelbe Kurve. Eis zu schmelzen, ist die weiße Kurve, kostet auch Energie. Aber, meine Damen und Herren, das Schwierigste oder Energieaufwendigste ist, das Meer zu erwärmen. 93% der Erwärmungsenergie der globalen Erwärmung wurde dazu benutzt, das Meer zu erwärmen. Und das sind die beiden blauen Kurven, das flache Meer und das tiefe Meer. Wenn man also heute fragen möchte, ob die Klimaerwärmung aufgehört oder nicht, dann guckt man nicht in der Luft, nicht an Land, sondern im Ozean. Und das können wir heute sehr gut tun. Und dort sieht man, sind die Kurven relativ rasant und gleichmäßig nach oben, weil wir natürlich wissen, dass mit derselben Menge von CO2 die Klimaerwärmung nicht aufhören wird. Und hier im Ozean kann man den Beweis sehr eindeutig führen. Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, natürlich mehrere, exemplarisch nur zwei dargestellt. Was passiert, wenn wir das Pariser Abkommen umsetzen, vielleicht noch ein bisschen mehr tun? Dann haben wir die Zukunft unseres Planeten in Blau dargestellt. Und was passiert, wenn wir sagen, naja, Paris, das war irgendwie eine schöne Zeit, aber jetzt geht es doch erstmal um Deutschland zuerst oder Amerika zuerst oder China zuerst und die anderen Themen sind nicht so wichtig. Dann wird die Welt ungefähr so aussehen, wie sie in Rot dargestellt ist. Wir verbrennen weiterhin viel Kohle, gibt es ja genug, ist auch der billigste Energieträger. Ja, wir haben jetzt die Wahl, ne? Wir kriegen also am Ende des Jahrhunderts global gemittelt entweder 4 Grad plus minus oder, wenn wir Glück haben, bleiben wir unter 2. Das hängt nicht davon ab, was die Forscherinnen und Forscher sagen, sondern es hängt einzig und allein davon ab, wie wir unsere Energiesysteme der Zukunft gestalten wollen. Und das hängt auch davon ab, welchen Beitrag wir selber leisten wollen. Dieselbe Rot-Grün-Schachtelung mal auf den Ozean der Zukunft angewendet. Hier sehen wir den Anstieg des Meeres. Das ist eine etwas traurige Kurve, selbst mit höchster Anstrengung. Und diese blaue Kurve zu erreichen, Pariser Abkommen umsetzen und mehr, kann man sich heute schon überlegen, wie erfolgreich wir sein werden dahin. Das wird vielleicht gehen. Das heißt also auch, wenn man eigentlich allen zusätzlichen CO2-Eintrag in die Atmosphäre abschalten würde, kriegen wir trotzdem noch weitere 30 bis 40 Zentimeter Meeresspiegelanstieg. Das ist unumgänglich. Gibt es überhaupt kein Szenario, wie man das umschiffen kann. Und ich fand es relativ überraschend, dass die Hamburger Hafen City, sagen wir mal, nur 40 Zentimeter über normal Null gebaut wurde, so man doch weiß, dass man am Ende des Jahrhunderts 50 kriegt. Aber ich bin nicht der Stadtplaner da gewesen, aber man hat sich da doch relativ mutig verhalten zu relativ gesicherten wissenschaftlichen Aussagen. Wenn es dumm läuft, kriegen wir einen Meter. Beim Meter wird Tuvalu folgende Frage stellen. Die wird nämlich fragen, und wo wohnen wir dann? Weil beim Meter ist von Tuvalu nicht mehr viel über. Wird Deutschland die aufnehmen?
Es sind ja nur 5.000, nicht so viele. Ne? Aber grundsätzlich gibt es da durchaus spannende Fragen, die man sich auch mit dem Ozean der Zukunft stellen kann. Die andere Seite, die man in dem Klimageschäft immer mit im Auge haben muss, ich hatte vorhin schon gezeigt den CO2-Anstieg. Wenn wir aber uns angucken, wie viel CO2 wir in die Luft gepustet haben durch Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, dann wäre der Anstieg eigentlich eher doppelt so hoch. Nur die Hälfte des von uns verbrannten CO2 ist auch in der Atmosphäre noch verblieben. Das heißt, irgendwo ist die andere Hälfte. Und davon ist der Großteil im Meer. Das Meer hilft uns, unser CO2-Klimaproblem zu reduzieren, weil das Meer eben CO2 aufnehmen kann, wie jede Sprudelflasche. Das führt aber dazu, dass das Meer sich ändert, seinen pH-Wert ändert und wir haben die sogenannte Versauerung des Ozeans. Die Chemie der Meere ändert sich durch mehr Lösung von CO2. Also wieder die guten und schlechten Seiten. Wie gut, dass das Meer so viel CO2 aufnimmt, sonst wäre es jetzt schon doppelt so warm. Aber wenn man ein Meeresorganismus ist, mag man es natürlich nicht, wenn die Umwelt saurer ist und seine Kalkschalen brüchig werden. Und die Fragen, die wir uns in die Zukunft stellen, ist, werden zum Beispiel warme Korallenriffe, die wir heute noch als Urlaubsort gerne sehen, wir haben über Barrier Reef, hört man ja viele Nachrichten auch, wird man die in 50 oder 60 Jahren noch sehen? Die Antwort ist wahrscheinlich ja, gesund wahrscheinlich nein. Denn die Riffe leiden unter Erwärmung, die leiden unter Versauerung und auch der zunehmenden Eutrophierung. Das heißt, die Lebensumwelt, das Ökosystem, wie wir es heute noch kennen, wird in 50 Jahren anders aussehen, insbesondere auch im Meer. Meine letzten paar Kommentare gehen zu einem anderen Thema, dem Verschmutzungsteil. Müllkipp im Meer. Dieses Problem ist vielleicht nicht das größte, aber es ist so schön plakativ. Wer will denn an den Strand noch im Urlaub fahren? Und ich kann Ihnen sagen, die meisten Strände würden heute so aussehen, wenn dort nicht fleißige Helferinnen und Helfer immer aufräumen. Das ist in der Nordsee und Ostsee genauso wie in vielen anderen Küstenstaaten. Da geht natürlich nachts um 4, auch in China übrigens, gehen dann die Kolonnen da über den Strand und sammeln den ganzen Müll weg, weil sonst wird am nächsten Tag ja kein Tourist mehr kommen. Denn dafür zahlen sie nicht Geld im Urlaub, um dort schwimmen oder baden zu gehen. Jetzt kann man sich fragen, wo kommt der Müll denn her? Ah, die bösen Fischer. Nee, nicht die bösen Fischer. Das kommt aus Flüssen und Müllkippen am Meer 80%. Und wenn Sie in den vielen asiatischen Staaten im Sommer in Urlaub fahren, dann sehen Sie auch, wo der Müll hingeht aus Ihrer Feriensiedlung. Der ist meistens irgendwo an Land in so einer Müllkippe da. Und wenn Sie nächsten Sommer wiederkommen, ja, dann ist sie auch nicht mehr höher, als sie letztes Jahr war. Weil als sie nicht da war, war nämlich der Monsunregen da. Und der hat nämlich die ganze Müllkippe abgeräumt. Das ganze Müll ging ins Meer und dann kann man nächstes Jahr wieder aufschichten. In vielen dieser Ländern ist eben Müllentsorgung überhaupt nicht so geregelt wie in Deutschland und am Ende landet das im Meer. Die Fischerei, die Schifffahrt macht 20%, die können auch was tun, aber der Löwenanteil kommt von uns, von Land, eben von Ländern, die eben keine Möglichkeit haben, Plastik zu prozessieren. Wir haben heute noch dazu das Problem mit der Mikroplastikteile, also die kleinsten Fasern, die auch bei uns in unseren Klärsystemen nicht gefiltert werden und auch alle in Flüssen und im Meer landen. Also das Plastik und der Müll im Meer ist durchaus eine große Herausforderung. Das wirbelt schön im Ozean, da könnte ich jetzt länger drüber reden, das will ich mal nicht machen. Aber teilweise in einigen Flussmündungen sieht der Ozean heute schon so aus. Und auch Sie, meine Damen und Herren, wollen in dem Ozean nicht mehr schwimmen gehen. Das ist nicht der offene Ozean übrigens. Auch in diesen Müllwirbeln sieht das Meer nicht so aus. Aber in Küstennähe, in der Nähe von großen Flüssen, durchaus so. Und an vielen Stellen und zunehmend. Ja, und das Problem liegt natürlich daran, dass Müll so lange lebt. Plastikmüll lebt halt viel länger als wir. Selber, hunderte von Jahren. Und der Müll schwimmt nicht nur am Meer, er wird zerbröselt und fällt auch runter auf den Meeresboden. Meine Kolleginnen und Kollegen, die mit Robotern am Meeresboden Forschung machen, selbst in der Arktis findet man schon Plastikstücke am Meeresboden. Und darum reden wir heute ja schon von dem Anthropozän, von der Sedimentschicht unserer Gesellschaft und das Meer. Meine Damen und Herren, man wird die Plastikschicht sehen können, wenn wir noch 50 Jahre so weiter können, wo überall das Meer mit Plastik versehen, runtergerieselt ist, auf dem Meeresboden angekommen. Handeln, mein letzter Punkt. Wie sollen wir unser Verhalten ändern? Kann man Meeresgebiete schützen? Wie kann man mehr Nachhaltigkeit sein? Was tun gegen den Müll im Meer? Bei Müll ist es einfach.
Da geht es darum, Abfall zu vermeiden. Und ich freue mich, dass viele Staaten auf der Welt sich durchaus mit dem Thema beschäftigen. Und man hört, ich habe es, glaube ich, gehört, selbst in Frankreich ist, glaube ich, ab 2020 wird es verboten sein, Plastikgeschirr zu verkaufen. Plastiktüten werden in vielen Ländern der Welt mittlerweile, muss man die bezahlen, glücklicherweise in Deutschland schon länger. Abfall trennen, eine vernünftige Recyclingwirtschaft würde große Beiträge dazu leisten. Das ist in Deutschland relativ gut geregelt, das ist in Europa so einigermaßen gut geregelt, aber wenn man Europa verlässt, ist es eher in vielen Ländern katastrophal geregelt. Dort könnte man viel tun und viel machen. Beim Klima haben wir die Wahl unserer Zukunft. Wir können einen warmen Planeten uns für die Zukunft wählen oder einen nur leicht erwärmten Planeten. Das hängt einzig und allein davon ab, wie wir unsere Energiesysteme der Zukunft gestalten, wie viele Fernreisen wir gerne machen wollen und ob man mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit der Stadtbahn oder mit dem Auto zur Arbeit fährt. Das ist unsere Entscheidung, wie wir das machen wollen, haben wir selber in der Hand. Diese und ähnliche Dimensionen sind abgebildet in den Nachhaltigkeitszielen für die nachhaltige Entwicklung dieser Welt. Und es geht eben genau darum, wie kann man nicht nur das Meer schützen, sondern überhaupt eine mehr nachhaltige Gesellschaft entwickeln, die nicht hungern muss, die genug zu essen hat, die Ernährungssicherheit hat, die Gesundheit hat, die die Möglichkeit zur Bildung hat, zur Gleichberechtigung, Teilhabe, Zugang zu frischem Wasser. Alle diese Must-Haves, diese wichtigen Dinge auch unseres Lebens global gedacht, nicht einfach. Deutschlandweit gedacht, auch nicht einfach, aber meiner Meinung nach unumgänglich. Herausforderung für uns in der Wissenschaft, uns mit denen zu beschäftigen. Dass es ein Ozeanziel gab, hat mich persönlich sehr gefreut. Ich habe 4 Jahre dafür gekämpft bei den Vereinten Nationen, dass auch das Thema Ozean in diesem Nachhaltigkeitskonzert verankert sein sollte. Der deutsche Außenminister damals sagte, Herr Wissbeck, ja, das ist schon wichtig mit dem Meer, aber ganz ehrlich, wir wollen nicht so viele Ziele haben, vielleicht 8. Und da ist kein Platz für das Meeresziel. Ja, da können die Wissenschaftler sich 3-mal herdrehen und Publikationen zeigen. Gewonnen haben eben nicht die deutschen Diplomaten, sondern die von Tuvalu. Die kleinen Inselstaaten haben gesagt, wir sind bei den Vereinten Nationen, Beschlüsse sind einstimmig. Wenn es in dem Entwicklungszielkonzert kein eigenes Ozeanziel gibt, dann machen wir nicht mit. Und die haben gesagt, wir sind bei den Vereinten Nationen, alle Staaten haben Rechte dort. Und das müsst ihr einfach akzeptieren. Unser Ziel, zentrales Ziel ist eben das Ozean, das ist unsere Lebensgrundlage, unsere Ökonomie, unser Überleben hängt vom Ozean ab und deswegen wollen wir ein fokussiertes Ziel haben. Nicht die Wissenschaft, nicht meine Freunde im Auswärtigen Amt, sondern die betroffenen Inselstaaten haben bei den Vereinten Nationen dieses Ziel durchgesetzt. Wir in Kiel in der Forschung geben Wissen wie dieses hier, was jetzt ja sehr schnell und sehr kompakt war, auch gerne zum Nachlesen weiter, wenn Sie Lust haben, mehr darüber zu lesen, wie das mit der Nachhaltigkeit, mit der Fischerei, mit dem Energiegewinn ist, dann lade ich Sie ein, können Sie Ihre Enkelkinder fragen, die laden Ihnen das gerne runter, den World Ocean Review, oder bestellen das für Sie, ist umsonst zu haben. Elisabeth Mann-Borges hat das uns ermöglicht, dass wir umsonst diese tollen Broschüren rausgeben können. Über 100.000 Exemplare haben wir verteilt, viel an Schulen, die sich freuen, im Material umsonst zur Verfügung zu haben. Ja, was kann man vielleicht zusammenfassend sagen? Ich glaube, diese Beziehung Mensch und Meer ist eine spannende. Das Wissenschaftsjahr des Ozeans und der Küsten versucht es einfach, dieses Thema Ozean mehr in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen. Uns zu zeigen, wie wichtig der Meer für uns ist. 90% des Welthandels, 95% der Internetverbindungen, 50% des Sauerstoffs, das wir atmen. Ich sagte schon, 20% für 25% der Bevölkerung, der Nährstoffe, der Proteine, die sie einnehmen. Das sind wichtige Dinge, die uns alle etwas angehen. Wir in der Forschung versuchen, das System besser zu verstehen, nicht nur die Details, sondern wie das System funktioniert, um eben gemeinsam mit Ihnen und den Entscheidungsträgern der Gesellschaft Strategien zu erarbeiten, wie kann es denn gut gehen? Denn wir wollen ja alle, dass es gut geht. Wir wollen ja nicht ausgrenzende Flüchtlingspolitik betreiben müssen, sondern wir wollen ja einladende Weltpolitik betreiben, die Welt teilen mit allen auf der Erde und das kann man nur gemeinsam machen. Dort gibt es Themen, die für den Ozean relevant sind. Das hat mit Energiesystemen zu tun, das hat mit besserer Verwaltung der Fischereirechte zu tun, das hat mit Begrenzung der Schadstoffe, ich hatte nur über Plastik gesprochen als Beispiel, und das ist ganz wichtig, mehr internationale Kooperation. Ich finde es relativ traurig, dass in den letzten 5 Jahren einfach immer mehr darüber reden muss,
hatten wir doch vor 10 Jahren gedacht, dass es ein Selbstläufer ist mit der internationalen Zusammenarbeit. So sehen wir jetzt momentan in den politischen Verhaltensweisen, dass Regionen erstarken, Protektionismus nach oben kommt. Vielleicht auch deswegen, weil man merkt, es wird eng. Und man dann die generelle Tendenz, sich zurückzuziehen auf die Familie, auf seinen eigenen Raum, obwohl bald auch jeder weiß, dass die Lösung nur eine sein kann, des globalen Gönnens, Zusammenwirkens, Zusammenlebens. Ja, ich lade Sie ein. In weniger als einem Monat werden wir ein neues Produkt herausbringen, zusammen mit der Böll-Stiftung und Le Monde Diplomatique. Das haben Sie nicht gesehen, das darf ich Ihnen nicht zeigen, den Meeresatlas. Und der wird Ihnen 12 Lektionen geben über die Zukunft dieser Meere. Achten Sie drauf, kann man käuflich erwerben. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und lasse die letzte Folie stehen. Herzlichen Dank.